Hallo Leute und willkommen zu diesem Rossmann Live Haul. Ich nehme euch heute mit durch den Rossmann und was wir da alles brauchen. Wir brauchen nämlich einiges und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Bei den Kalendern nehme ich gleich mal einen für mich mit. Hier gibt es ganz viele verschiedene Motive. Paw Patrol, Dinos, Peppa Pig. Aber ich habe jetzt schon seit ganz, ganz vielen Wintern immer ein My Little Pony Adventskalender und den nehme ich auch wieder mit für mich. Dann brauche ich wieder meinen Concealer, dann nehme ich immer dieses Light Ivory mit. Genau, immer den von Essence für 2,95 Euro. Hier gibt es auch schon ganz viele Geschenksets für Weihnachten. Also wen das interessiert, der kann schon mal gucken. Ich bin ja am liebsten immer schon vorbereitet und kaufe nicht alles auf dem letzten Drücker. Aber ich sehe nichts, was mir jetzt ins Auge sticht, was ich jetzt mitnehmen würde. Sonja ist dieses Mal auch dabei. War eigentlich gar nicht angedacht, dass sie mitkommt. Aber ein Rossmann live voll mit Sonja macht natürlich noch mehr Spaß. Jetzt stehe ich hier gerade bei den Taschentüchern. Da bräuchten wir auf jeden Fall wieder welche. Jetzt, wo die Schnupfenzeit kommt, gibt es hier vielleicht welche, die auch ein bisschen die Nase pflegen. Atemfrei Balsam. Nehme ich mal die hier mit von Alouette für 1,39 Euro. Da sind 10 Stück drin. Und wo ich hier schon mal stehe, brauchen wir auch noch neues Toilettenpapier. Da nehme ich einmal das hier mit. Oder? Recyceltes. Und recyceltes. Der Preis macht es wahrscheinlich. Ich nehme jetzt das hier mit. 8 Rollen für 2,99 Euro. Hier gibt es auch sehr, sehr schöne Adventskalender noch. Super Wings, Slicky, oh, Pokémon sogar. Das wäre was für Kevin. Minnie Maus, Bibi und Tina, Bibi Born, Schleich sogar. Muss ich mir mal angucken. Hätte so eine Puppe, wäre das ja sowas von was für sie, der Bibi Born Adventskalender. Ich glaube, der ist noch was. Bisschen zu groß. Oh, Play-Doh gibt es auch. Cool. Für Sonja. Was sagt ihr? Der ist auch süß hier von Paw Patrol. Aber das ist mit zu viel Kleinkram. Und den finde ich auch cool. Mit der Color Reveal Barbie. Aber das ist auch viel zu viel Kleinkram. Gibt es hier noch einen mit Peppa Pig? Das war auch zu klein. Alles. Ich bin ja echt angetan von dem mit Play-Doh. Lass ich mir mal durch den Kopf gehen. Ich bin gerade am überlegen, diese Hüttenschuhe hier mitzunehmen für 4,99 Euro. Mit dem Panda würden die Kevin bestimmt drauf gefallen. Für die Tagesmama als Hausschuhe. Gefallen dir die? Wollen wir die mitnehmen? Für Kevin wollte ich auch noch ein neues Deo mitnehmen. Und in der App, also in der Rossmann-App, gibt es gerade 20%. Glaube ich, ist das auf die hier. Und jetzt nehme ich ihm einfach mal das hier mit und das hier mit. Ich war jetzt auch schon in der Duschgelabteilung. Da brauchten wir einiges, wir haben nichts mehr zu Hause. Da habe ich jetzt für Kevin und mich Lemon and Lime mitgenommen. Mango, Orchidee Vanille und Kokos Vanille, vor allen Dingen für Kevin. Ich hoffe, er freut sich über die Düfte. Jeweils für 65 Cent. Dann stehe ich hier schon richtig in der Abteilung. Hier gibt es nämlich auch 20% drauf auf die Klingen. Jetzt muss ich die nur finden. Die habe ich ihm ja gekauft hier zum Geburtstag, glaube ich, letztes Jahr. Und jetzt brauche ich dafür neue Klingen. Aber ich sehe gerade die Klingen nicht. Die einzelnen. Ich sehe den. Aber keine Klingen. Hier oben sind die Ersatzklingen. Wo irgendwie? Gillette? Nee. Ist ja von Philips. Ich finde es irgendwie nicht. Ja. Da unten? Die? Nee. Können wir die nicht mitnehmen? Schade. Ich brauche auch ganz dringend wieder Spülmittel, beziehungsweise Waschmittel und auch Geschirrspültabs. Die müsste ich ja hier irgendwo finden.
Ich nehme wieder von Spee mein geliebtes Waschmittel mit für 3,99 Euro. Das benutze ich eigentlich immer. Ich habe mal Weißer Riese letztens ausprobiert. Aber ich finde Spee einfach, das riecht am besten. Hier bin ich auch schon bei den Geschirrspültabs. Da nehme ich ja eigentlich immer die von Finish. Dann nehme ich wieder die hier mit für 10 Euro. Boah, sind die teuer. Finish Ultimate All in One. 10 Euro, krass. Ich nehme auch wieder für das Katzenbad solche Duftstäbchen mit. Nehme ich dieses Mal Orange, sogar neu. Für 2,79 Euro nehme ich das mit. Dann brauche ich noch Mülltüten. Dann nehme ich diese Bio-Mülltüten mit für 1,59 Euro. Eigentlich bräuchte ich auch noch normale Mülltüten, aber die nehme ich nicht bei Rossmann mit, weil die reißen mir jedes Mal. Ich weiß nicht, was es ist, aber die reißen mir jedes Mal, deswegen nehme ich davon keine mit. Die Tagesmama braucht auch wieder neue Windeln, deswegen nehmen wir wieder von Baby Dream die Öko-Windeln mit. Damit waren wir sehr zufrieden, beziehungsweise sie war sehr zufrieden und die kosten 5,29 Euro. In dieser Abteilung weiß ich, dass es einiges an Coupons gibt. Sonja isst zwar keine Gläschen mehr, aber sie liebt diese Quetschies. Deswegen nehme ich ihr einmal das hier mit Kirsche, Bananen, Apfel und Birne, Traube und Hirse. Und noch einmal Apfel, Aprikose und Mango, das geht auch immer. Dann sehe ich hier 30% reduziert wegen kurzer Haltbarkeit. Das kriegt Sonja auf jeden Fall alle. Einmal mit Kakao, einmal mit Vanille, kommt mit. Und ich nehme ihr auch diese Fertiggerichte mit. Die schmecken ihr zwar nicht unbedingt so doll, aber manchmal habe auch ich keine Lust zu kochen. Oder wir sind im Zeitverzug. Deswegen nehme ich ihr einfach mal was mit, was sie noch nicht kennt. Das hier hatten wir noch nicht. Das hier hatten wir auch noch nicht. Und das hier hatten wir auch noch nicht. Deswegen nehmen wir das mal mit. Dann nehmen wir mal hier unten noch die Maisstangen mit für 79 Cent. Und die letzte Packung Himbeerreiswaffeln habe ich auch genommen für 1 Euro. Und das hier habe ich neu gefunden für 2,99 Euro. Haferriegel für sich, die habe ich auch eingepackt. Jetzt habe ich das verstanden. Man muss diese Karte hier mitnehmen und dann kriegt man das an der Kasse. Ja, sowas. Hätte man mir auch früher sagen können. Ups. Ja, super. Ich habe euch vergessen zu zeigen, dass ich Seife mit eingepackt habe für unseren Sakrotan-Seifenspender. Die finde ich aber jetzt hier auch nicht mehr. Ich zeige euch eh zu Hause noch mal einen separaten Haul. Deswegen zeige ich euch den dann nochmal. Dann brauche ich noch diese Wattepads für Sonja. Ich habe sowieso in der DM-App einen 20% Gutschein, deswegen hätte ich sowieso nur eine mitgenommen. Für 1,69 Euro, aber es wäre auch sowieso die letzte gewesen. Ich wollte eigentlich für Kevin diesen Pokémon-Adventskalender mitnehmen, aber der kostet einfach 30 Euro. Und Entschuldigung, dafür kaufe ich ihm den IKEA-Adventskalender und dann reicht das auch dafür, dass hier ein paar Figuren drin sind. Finde ich das ein bisschen teuer. Aber ich werde jetzt für so näher den hier mitnehmen. Ich habe ja 10% Gutschein, beziehungsweise hat ja jeder in der Rossmann-App. Deswegen nehme ich den jetzt mit. Mehr passt auch gar nicht in unseren Wagen, deswegen werden wir jetzt zur Kasse gehen und das alles bezahlen. Wenn das jetzt kein XXXL-Einkauf war, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich musste so näher schon die Reiswaffeln aufmachen, die hat Hunger. Aber sie war auch sehr geduldig mit mir. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde euch zu Hause noch einen separaten Haul abdrehen. Hier, bitte. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Sagst du auch Tschüss? Tschüss.